أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله. So, unser Thema heute ist der Tod. Zu Beginn wollen wir erst einmal klarstellen, wie Bediüzzaman die Wahrnehmung des Todes von verschiedenen Menschengruppen beschreibt. Und zwar im Buch Worte auf Seite 251 unterteilt Bediüzzaman diese Menschen in drei Klassen. Und zwar einmal in die Gläubigen, einmal in diejenigen, die zwar glauben, aber nicht gemäß ihres Glaubens leben, und einmal die, die nicht glauben. Dort sagt er, von Seiten einiger junger Leute wurde unter dem Zwang zu gesellschaftlichen Lustbarkeiten und Grillen mit den Worten, auf welche Weise können wir unser Leben für das Jenseits retten, um Hilfe aus der Risale Null gebeten. Auch ich habe zu ihnen im Namen der Gemeinschaft um die Risale Null gesagt, es gibt das Grab, das kann niemand leugnen, dorthin wird jeder gehen, ob er will oder nicht. Und um dorthin zu gelangen, gibt es drei Reisemöglichkeiten. Außer diesen drei Wegen gibt es keine andere Möglichkeit. Erster Weg. Für die Leute des Glaubens ist das Grab ein Tor zu einer anderen Welt, die noch schöner ist als diese Welt. Zweiter Weg. Denjenigen, die zwar bestätigen, dass es ein Jenseits gibt, jedoch in Ausschweifung leben und auf Irrwegen gehen, ist es ein Tor zu ewigem Kerker und eine Einzelhaft, in der sie von allen ihren Freunden getrennt und auf sich allein gestellt sind. Dieser Sichtweise entsprechend sehen sie auch einer solchen Behandlung entgegen, weil sie sich nicht ihrer Überzeugung und ihrem Glauben entsprechend verhalten haben. Dritter Weg. Für die Leute des Unglaubens und Irrweges, die an das Jenseits nicht glauben, ist es ein Tor zu Verlust und Verlorenheit auf ewig. Es ist ein Galgen, an dem sowohl sie selbst, auch all ihre Geliebten aufgehängt werden. Da sie es nur in dieser Weise kennen, werden sie es als Antwort genauso erleben, wie sie es angenommen und geglaubt haben. Eine etwas ähnliche Ansicht wird in Seite 67 im selben Buch noch einmal geschildert. Und zwar wird dort gesagt, während sich für die Leute des Irrweges und der Auflehnung das Tor zu einer Friedhofswelt öffnet mit dem Tod, eng wie der Bauch eines Drachenungeheuers und vergleichbar einem Kerker inmitten der Einöde einer vergessenen Welt, öffnet sich für die Leute des Koran und des Glaubens das Tor aus dem Gefängnis dieser Welt hinaus zu den ewigen Gärten und heraus aus diesem Prüffeld zu den Gärten Edens, heraus aus der Mühsal des Lebens zum Erbarmen des Barmherzigen. Das wäre jetzt so das, wie die Menschen den Tod allgemein wahrnehmen in ihren verschiedenen Positionen. Allgemein zum Tod sagt Bediüzzaman Said Nursi im Buch Briefe, gleich im ersten Brief, und zwar auf Seite 11, wird er dort mit einer Frage konfrontiert, mit einem Vers. Und zwar wird dort gesagt, die zweite Frage auf Seite 10, im Weisen Koran wird mit den Worten, das ist die Übersetzung des Verses, er, der den Tod und das Leben schuf, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt. Und deren Ayat verständlich gemacht, dass Leben und Tod gleichermaßen erschaffen wurden und gleichermaßen eine Gnade sind. Wohingegen der Tod doch ganz offensichtlich eine Auflösung, die Vernichtung, Verfall, erlöschende Lebensfunktion, das Ende jeglicher Freude ist. Wie also könnte er erschaffen und eine Gnade sein? Als Antwort sagt Bediüzzaman Said Nursi dazu, wie wir bereits am Ende der ersten Frage gesagt haben, ist der Tod eine Dienstentlassung, das Ende der Arbeit, eine Ortsveränderung, ein Zustandswechsel, eine Einladung zu einem beständigen Leben, ein Anfang, eine Einführung in ein beständiges Leben. So wie das Leben durch Erschaffung und Planung in die Welt kommt, so geschieht auch der Weggang aus dieser Welt durch eine Erschaffung und Planung in weiser und sinnvoller Leitung. Denn auf der untersten Ebene des Lebens ist der Tod eines Pflanzenlebens ein Zeichen für ein noch besser ausgeführtes Kunstwerk als das Leben. Als Beispiel dafür, wenn wir zum Beispiel den Kern eines Apfels nehmen. Was machen Menschen, die zum Beispiel einen Apfelbaum pflanzen? Sie schmeißen diesen Kern in den Boden. Das sieht oberflächlich erst einmal wahrgenommen so aus, als würden sie den Kern töten, weil sie ihn mit Erde ersticken lassen. Aber wenn man es mal genauer sieht, wird dieser Kern in die Erde geschmissen, um den Baum, der sich in diesem Kern als Programm befindet,
herauskommen zu lassen. Wie dieser Mann Zeitlos sagt, dass das Pflanzenleben die unterste Ebene des Lebens ist. Wenn das also für die unterste Ebene des Lebens gilt, dann muss sie auch für die höheren Ebenen gelten. Diesbezüglich sagt er im Buch Der Koran, ein Zeichen des Wunders, auf Seite 356: Der Tod besteht lediglich darin, dass der Geist aus dem Käfig des Leibes heraustritt und seinen Ort wechselt. Des Weiteren wird durch die vorliegenden Zeichen und vielen Hinweise in der Menschheit ohne Zweifel verständlich, dass etwas am Menschen erhalten bleibt, nachdem er gestorben ist. Das ist aber lediglich der Geist. Also ist die Beständigkeit des Geistes seine einzig wesentliche Eigenschaft. Das Vorhandensein dieser wesentlichen Eigenschaft bei einer Person macht es notwendig, dass sie im Ganzen der Art vorhanden ist und bildet ein Beispiel dafür, dass was für einen Teil notwendig ist, auch wie das Ganze notwendig ist. Infolgedessen ist der Tod ein Wunderwerk der Macht wie das Leben selbst. Jetzt gibt es aber natürlich auch so eine Frage wie, wenn die Seele nun mal sowieso wieder aus dem Körper rauskommen wird, wieso sollten wir dann denn die ganzen Gottesanbetungen, wieso sollten wir dann die ganzen Gebete verrichten? Es ist nun mal so, es reicht ja nicht nur, dass man einen Kern in die Erde schmeißt. Man muss diesen Kern ja auch irgendwie füttern, irgendwie ernähren. Und wie macht man das auf dieser Welt? Indem man dem Kern Wasser zugibt, indem man den Boden gießt, indem man die Erde frisch hält, indem man Sonnenstrahlen reinlässt. Diese Sonnenstrahlen und dieses Wasser, das man dem Kern zugibt, ist für die Seele des Menschen die Gottesanbetung. Das heißt die Hinwendung zu Gott und die Verrichtung der Gebete. Und je nachdem, wie viel Sonne, wie viel Wasser ein Kern zum Beispiel abbekommt, umso besser entwickelt er sich. Genauso ist es auch mit der Seele des Menschen. Je mehr Gebete man verrichtet, umso mehr man sich dem Jenseits und Gott hinwendet, umso mehr hat sich auch die Seele entwickelt, wenn sie aus diesem Käfig des Körpers herausgebrochen ist. Jetzt gibt es auch noch die Frage, wie kann man den Tod als positiv wahrnehmen, wenn er oberflächlich gesehen eigentlich nur wie Auflösung aussieht, nur wie Vernichtung, nur wie Trennung aussieht. Diesbezüglich sagt Bediüzzaman Zeitmünze auch wieder im Buch Briefe, spricht er dort vier Aspekte an, und zwar ist das auf Seite 11 und 12. Als ersten Aspekt sagt er, dass der Tod eine große Gnade als eine Befreiung von den schweren Pflichten des Lebens entbindet von der drückenden Ent Verantwortung im Leben und ist ein Eingangstor zum Berzach, also der Zwischenwelt zwischen Jenseits und diesem Diesseits, um 99 seiner 100 Freunde wiederzutreffen. Als zweites sagt er, dass der Tod, er ist ein Weg heraus aus diesem engen, bedrückenden, unruhevollen irdischen Kerker mit all seinen Erschütterungen, um zur vollen Entfaltung eines Lebens, das beständig voll Freude ohne Leiden ist, zu gelangen und in eine Sphäre des Erbarmers des ewigen Geliebten einzugehen. Wie ähnlich zum Beispiel mit dem Baum, der im Kern eingequetscht ist, mehr oder weniger. Denn das Programm für den Baum ist ja in diesem Kern drin. Und dieser Baum möchte ja auch an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, der Baum möchte sich entwickeln. Das kann er aber nicht, wenn er in diesem engen Kern drin ist. Genauso geht es auch der Seele. Die Seele möchte zum Beispiel, hat die Eigenschaft, an verschiedenen Orten auf einmal zu sein, an mehreren Orten auf einmal zu sein, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun. Aber um das zu gewährleisten, muss die Seele erst einmal aus diesem Körper hinaus, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Als dritten Aspekt sagt Bediüzzaman Zeitmünze, neben dem Alter gibt es noch viele Faktoren, welche die Lebensbedingungen erschweren und den Tod weit mehr als das Leben eine Gnade erscheinen lassen. Ein Beispiel: Wenn deine Eltern, dein Großvater und dessen Vorväter schon hochbetagt sind und dir viel Kummer und Mühe bereiten, hier und heute vor deinen Augen in ihrem erbärmlichen Zustand leben, du würdest verstehen, welch großen Schaden das Leben, welch große Gnaden der Tod geben kann. Ein anderes Beispiel: Verständlich ist auch, wie schwierig das Leben der schönen, geflügelten Insekten, den Lieblingen der schönen Blumen unter winterlichen Bedingungen wäre und welch eine Gnade doch ihr Tod ist. Als vierten Aspekt nennt Bediüzzaman Zeitmünze den Schlaf. Und zwar bezeichnet er den Schlaf als eine Art Ruhepause und gleichzeitig den Tod als großen Bruder des Schlafes. Man weiß ja, wie zum Beispiel kranke Menschen sich sehr nach einer Stunde Schlaf zum Beispiel sehen, wenn Menschen Kopfschmerzen haben und krank sind, dass sie
unbedingt liegen wollen und schlafen wollen und nicht mehr arbeiten möchten, zum Beispiel. Genauso ist es auch für die Menschen, die sehr von Unglücken geplagt sind, die sehr von Krankheiten und verschiedenen Sachen geplagt sind, sterben. Das heißt, sie werden von all diesen Mühen werden sie befreit und in eine viel lockere Gegend gebracht. Jetzt gibt es noch den Aspekt der Trennung zum Beispiel, dass der Tod auch eine Trennung ist und uns von unseren Geliebten trennt. Das heißt, wir Vater, Mutter, Kind, alles hier lassen, obwohl wir das gar nicht möchten. Diesbezüglich sagt mir die Uddama Sayyid Nursi auf Seite 298 im Buch Worte: Wessen Blickwinkel sich auf diese Welt beschränkt, dessen hochgeschätzte Genüsse verwandeln sich in Kummer und Gram. So finden sich zum Beispiel hier in diesem Dorf, das heißt in Badla, zwei Männer. 99 von 100 Freunden des einen sind nach Istanbul gegangen und fühlen sich dort wohl. Nur ein einziger von ihnen ist hier geblieben. Auch er wird dorthin gehen. Darum sehnt sich dieser Mann nach Istanbul, denkt daran, möchte zu seinen Freunden gelangen. Wann immer man zu ihm sagen wird, geh dorthin, wird er mit einem frohen Lächeln hinübergehen. Das ist der Mann, der weiß, was sich hinter dieser schlechten Fassade des Todes verbirgt, also die Barmherzigkeit Gottes sehen kann. Jetzt kommt bei dieser Zeit müsste zum zweiten Mann. Was aber den anderen Mann betrifft, so sind von 100 seiner Freunde 99 weggegangen. Ein Teil von ihnen ist zugrunde gegangen, ein anderer Teil von ihnen ist in unbekannten Gegenden untergetaucht und die Verbindung zu ihnen ist abgebrochen. Er hält sie alle für verschollen und denkt, dass sie ihr Ende gefunden haben. Dieser bedauernswerte Mann hält anstelle all dieser die Freundschaft nur noch mit einem einzigen Gast aufrecht und versucht sich mit ihm zu trösten. Mit ihm versucht er, den Kummer und Gram über die Trennung zu überdecken. O Seele, alle deine Freunde, ihnen allen voran der Geliebte Gottes, befinden sich auf der anderen Seite des Grabes. Die ein, zwei restlichen, die noch übrig geblieben sind, werden auch noch dahin gehen. Schrecke vor dem Tode nicht zurück, fürchte dich nicht vor dem Grab und wende dich nicht ab. Ermanne dich, siehe und höre, was das Grab von dir fordert. Lache dem Tod mannhaft ins Gesicht und siehe, was er wünscht. Hüte dich davor, dem zweiten Mann in seiner Gottvergessenheit zu gleichen. Weiter noch ähnlich wird auf Seite 359 ein weiteres Beispiel genannt. Und zwar wird dort gesagt: Der Mensch jedoch, der unter allen beseelten Wesen der würdigste ist und aus diesen Veranstaltungen in qualitativer wie quantitativer Hinsicht den meisten Nutzen zu ziehen vermag, der in diese Welt so sehr vernarrt ist und in sie verliebt ist, wird als eine Gabe der Barmherzigkeit um eines Abscheues vor dieser Welt willen und um in die ewige Welt hinüberzugehen in einen Zustand der Sehnsucht versetzt. Wer nicht in einem menschlich, nur allzu menschlichen Sumpf des Irrtums festsitzt, wird aus diesem Zustand sein Gutes gewinnen. Er wird in der Ruhe des Herzens hinübergehen und diesbezüglich sagt mir die Zeit muss sie auch im Buchstab Moses auf Seite 400, wenn nicht 400, 385: Wie das Geschenk eines Apfels, welches ein ruhmreicher König dir macht, dich die Freude seiner königlichen Huld erleben lässt, die die Freude über den Geschmack eines Apfels 100, ja 1000-mal übersteigt, so öffnet dir das Wort Lahul Hamd, das heißt mit Lob und Dank, das heißt, indem du in der Gnade, in dem Geschenk die Schenkung verspürst, in ihr seinen Geber erkennst und an die Gunst seiner Barmherzigkeit denkst, das heißt an die Zuwendung seiner Liebe und an die Fortdauer seiner Schenkung, das Tor zu einer inneren Freude, die die Freude über das Geschenk tausendfach übersteigt. Das heißt also, wir kennen das ja auch von uns selber. Wenn uns jemand etwas schenkt, den wir nicht so sehr mögen, dann kann es auch das schönste Geschenk sein, das wir uns unser ganzes Leben lang gewünscht haben. Es hat nicht so eine sehr große positive Wirkung auf uns. Aber wenn ein Mensch zum Beispiel, den wir sehr lieben, uns zum Beispiel wie hier nur einen Apfel schenkt, dann ist es für uns einfach das größte Geschenk, das man überhaupt kriegen konnte, weil man nicht das Geschenk selbst wahrnimmt, sondern die Zuwendung des Menschen, der dir dieses Geschenk überreicht, in diesem Apfel erkennt. Und dadurch eben nicht der Gabe selber, sondern dem Geber vielmehr seine Liebe spürt. Wenn man jetzt trotz all diesen Sachen immer noch der Meinung ist, dass man immer noch an dieser Welt hängt, dass man sich von dieser Erde immer noch nicht trennen möchte, gibt es zum Beispiel
einige Lösungsansätze, die Medusa Masaiknushti nennt. Und zwar sagt er im 21. Blitz, dass man oft an den Tod denken soll. Denn der Tod versäuert sozusagen alles Geschmack, das man kennt. Wenn man zum Beispiel gerade etwas am Spielen ist und viel zu sehr in die Welt hineinversetzt ist, denkt man sich einfach, dass man sowieso irgendwann sterben wird und dass diese Freude, die man an diesen Sachen hat, sowieso bald wieder entgehen wird, wenn sie nur für dieses Diesseits bestimmt sind. Des Weiteren, dazu hat Hazrat Umar radiallahu anhu zum Beispiel in seiner Zeit einen Mann beauftragt, der ihn ständig an den Tod erinnert hat. Er hat zu ihm gesagt, du kriegst so und so viel Geld und du kommst jeden Tag zu mir und wirst mich den Tod erinnern. Aber eine Lösung ist natürlich auch, dass man, wie eben im Stab Moses gelesen, dass man hinter den Gnadengaben nicht die Gabe selber, sondern eher den Geber erkennt. Sehr viel über Tod. Ich schaue, du Ijaz 356. 356. Der Koran, ein Zeichen des Wunders. Ne? Schlag mal auf, ich weiß nicht, ob du schon vorgelesen hast. 356, ja. Ein Zeichen des Wunders. Ja. Soll ich das vorlesen? Wenn du möchtest. Also du hast doch diese Frage, ne? Ja. Wie kann der Tod ein Geschenk sein und weswegen? Also, genau. Möchtest du vorlesen? Ja. So, es wird eine Frage an Medusa Masaiknushti gestellt. Wie kann der Tod ein Geschenk sein und weswegen ist er auf der Liste der Geschenke aufgenommen worden? Als Antwort bietet Medusa Masaiknushti hier 5 Punkte an. Erstens, der Tod ist eine Vorbereitung für die ewige Glückseligkeit. Aus diesem Grund kann er als ein Geschenk bezeichnet werden. Denn die Vorbereitung eines Geschenks ist selbst bereits ein Geschenk. Wie die Vorbereitung zur Erfüllung eines Pflichtgebotes bereits selbst eine Pflicht ist und die Vorbereitung zu etwas Verbotenem auch bereits verboten ist. Zweitens, der Tod ist wie das Verlassen eines Gefängnisses, das mit Ungeziefer verseucht ist, wonach man dann in ein weites, freies Gelände hinaustritt. Daher befreit sich der Geist, wenn er aus dem Käfig seines Leibes heraustritt. Drittens, wenn es keinen Tod gäbe, könnte die Erde die Menschheit nicht länger mehr aufnehmen und so würde die Menschheit einem entsetzlichen Elend ausgesetzt sein. Bereits jetzt haben wir zum Beispiel Sorgen über die Wasserknappheit auf der Erde zum Beispiel. Viertens, es gibt Menschen, die wegen ihres Alters in eine Lage geraten sind, in der ihnen die Verantwortung für ihr Leben unmöglich geworden ist und sie sich nur noch den Tod wünschen. So ist denn der Tod für sie eine Gnade Gottes. Im vierten Punkt handelt es sich um die Erklärung des Knotens Thumma yuhyikum. Das bedeutet ungefähr, danach wird er euch wieder auferwecken. Dieses Leben ist insofern ein zweites Leben, als es nach dem Tode jedoch vor der Wiederversammlung stattfindet. Das heißt, das jenseitige Leben beginnt in der Tat mit diesem zweiten Leben. Daher richtet sich die Botschaft Thumma yuhyikum, danach wird euch wieder auferwecken, nicht nur an die Menschen, sondern an die Schöpfung insgesamt. Denn dieses jenseitige Leben ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Gäbe es dieses zweite Leben nicht, so würde sich all das, was man in der Schöpfung als Wahrheit bezeichnet, in sein Gegenteil verkehren. So würde zum Beispiel die Gabe zur Heimtücke, der Verstand führte nur noch ins Unglück und die Liebe würde zu einer Täuschung. Fünfter Punkt. Es handelt sich um den Knoten von Thumma ilayhi turja'un, was so viel bedeutet wie, dann werdet ihr wieder zu ihm zurückkehren. Gott der Gerechte erschuf in dieser Welt, welche auch die Welt des Seins und aller Verderbnis genannt wird, in der Tat aufgrund seiner großen Weisheit ein Gemenge an Geschmackvollem und Geschmacklosem, Nützlichem und Nutzlosem und dergleichen Gegensätzen mehr. Außerdem richtete er zum Schutz seiner Würde Ursachen, Mittel und Wege ein. Wenn am Tag der Wiederversammlung und Wiederauferstehung der Kosmos einem Prozess der Reinigung unterzogen wird, so trennen sich alle Gegensätze voneinander und verschwinden auch die Mittel und Ursachen zwischen ihnen. Nachdem Schleier und Vorhang zwischen ihnen aufgehoben wurden, erblickt ein jeder seinen Schöpfer und erkennt in ihm seinen wahren Herrn. Falls jetzt niemand mehr was hinzuzufügen hat, würde ich gerne mit einer knappen Stelle beenden. Und zwar im Buch Harmonie des Lichts auf Seite 213.
Dort wird nämlich gleich am Anfang gesagt: Wisse, mein lieber Bruder, das Grab ist ein Tor, das sich zur Welt des Jenseits öffnet. Seine Rückseite ist seine Barmherzigkeit und seine Vorderseite eine Qual. Alle Freunde und alle deine Lieben erwarten dich an der Rückseite dieses Tores. Ist etwa auch deine Zeit, dich ihnen anzuschließen, noch nicht gekommen? Hast du denn nicht den Wunsch, zu ihnen zu gehen, damit sie dich willkommen heißen? In der Tat rückt auch deine Zeit immer näher. Um sich von dem Schmutz der Welt zu reinigen, musst du dann ein Bad nehmen, denn sonst werden sie vor dir Ekel und Abscheu empfinden. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة